Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gottesdienst am Sonntag quasi modo geniti, wie die neugeborenen Kinder. Mit der Botschaft von Ostern fängt unser Leben neu an. Das feiern wir in diesem Gottesdienst. Wir loben Gott und beten mit Worten des 116. Psalms. Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört. Denn er neigte sein Ohr zu mir. Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich! Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich will den Kelch des Heils erheben und des Herrn Namen anrufen. Ihr seid dem Vater. Wir bitten dich, lass das Licht deiner Auferstehung scheinen in uns und durch uns hindurch. Amen. Lesung des Evangeliums am Sonntag quasi modo geniti beim Evangelisten Johannes im 20. Kapitel. Am Abend des ersten Tags der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Amen. Wir glauben Gott im höchsten Thron. Wir glauben Christum, Gottes Sohn, aus Gott geboren vor der Zeit. Allmächtig, allgebenedeit, Halleluja.
den Tröster, der uns unterweist, der fährt, wohin er will und mag, und stark macht, was da niederlag. Halleluja! Den Vater, dessen Wink und Ruf das Licht aus Finsternissen schuf, den Sohn, der annimmt unsere Not, litt unser Kreuz, starb unseren Tod. Halleluja! Der niederfuhr und auferstand, erhöht zu Gottes rechter Hand und kommt am Tag vorher bestimmt, da alle Welt ihr Urteil nimmt. Halleluja! Den Geist der Heilig ins Gemein lässt Christen Christi Kirche sein, bis wir von Sünd und Fehl befreit ihn selber schauen in Ewigkeit. Halleluja! Der Friede des Auferstandenen sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus ist auferstanden. Vielen ist er begegnet, sie haben Erfahrungen gemacht. Er hat sie begleitet, als sie traurig ihren Weg gingen. Er ist ihnen begegnet, als sie auf dem Weg zum Grab waren. Aber nicht alle haben ihn getroffen. Und auch die, die ihn gesehen haben, hatten trotzdem Angst. Davon berichtet uns der Evangelist Johannes. Sie hatten sich eingeschlossen, sie hatten die Türen verrammelt, denn sie hatten die Erfahrung von Gründonnerstag und Karfreitag in ihren Knochen. Die Erfahrung, dass es unsicher ist in dieser Welt. Sie hatten Angst und sie wollten sich schützen. Dort, versammelt in ihrem Haus, hinter den geschlossenen Fenstern und Türen, sprachen sie miteinander. Und sie erzählten sich, dass Jesus auferstanden ist. Thomas aber hatte ihn noch nie gesehen. Thomas, er sagte, ihr könnt mir viel erzählen, aber ich muss ihn sehen, ich muss ihn anfassen, ich muss meine Finger in seine Wunde legen, damit ich es wirklich glauben kann, dass er tot war und wieder lebendig geworden ist. Thomas wird oft als der ungläubige Thomas bezeichnet, weil er sehen muss. Aber wenn wir ehrlich sind, die anderen Jünger, die Jesus schon begegnet sind, auch die hatten große Angst. Auch die haben sich weiterhin in ihrem Haus eingeschlossen. Auch sie waren voller Zweifel, genauso wie Thomas. Thomas also sagt diesen Satz. Und dann auf einmal ist Jesus bei ihnen. Und er lächelt Thomas an und sagt, lege deinen Finger in meine Wunden, prüfe genau, überzeuge dich. Und Thomas, er macht es. Er prüft ganz genau. Er will glauben, er will vertrauen und er tut alles dafür, dass sein Glaube, sein Vertrauen wächst und stabil ist. Anders haben es vielleicht die anderen Jünger gemacht. Sie haben gesagt, ja, ja, die anderen erzählen es, es wird schon richtig sein. Aber ob sie wirklich in ihrem Herzen zum Glauben gefunden haben? Thomas also tut das, was er braucht, um zu vertrauen. Und dann sagt Jesus zu ihm,
Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir, liebe Gemeinde, können es nicht nachprüfen. Thomas damals hat für uns alle die Finger in die Wunde gelegt, hat für uns alle geprüft und getestet. Und wir leben damit. Wir leben damit, dass wir ihm vertrauen, dass wir seiner Aussage vertrauen. Und nicht nur seinen Erfahrungen, den Erfahrungen unserer Schwestern und Brüder, unserer Väter und Mütter im Glauben, die immer wieder die Erfahrung gemacht haben, Gott ist bei uns, wir können uns auf ihn verlassen. Mögen diese Worte, diese Erfahrungen uns stärken in unserem Vertrauen auf Gottes Güte. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Mit Freuden zart zu dieser Fahrt, lasst uns zugleich fröhlich singen. Beid groß und klein, von Herzen rein, mit hellem Ton frei erklingen. Das ewig Heil wird uns zuteil, denn Jesus Christ erstanden ist, welch er lässt reichlich verkünden. Er ist der Erst, der stark und fest all unsere Feind hat bezwungen und durch den Tod als wahrer Gott zum neuen Leben gedrungen. Auf seiner Schar verheißen klar, durch sein rein Wort zur Himmelspfort desgleichen Sieg zu erlangen. Singt Lob und Dank mit freiem Klang unserem Herrn zu allen Zeiten und tut sein Ehr ihm mehr und mehr mit Wort und Tat weit ausbreiten. So wird er uns aus Lieb und Gunst nach unserem Tod frei aller Not zur ewigen Freude geleiten. Wir halten miteinander Fürbitte und wieder nehmen wir Gebetsanliegen auf, die hier in der Kirche gesammelt wurden. Für meinen Bruder in der Ferne, dem es wirklich schlecht geht, und der keine Unterstützung und keinen Beistand hat. Sei ihm nah, Gott, umhüll ihn mit deinem Segen. Ich möchte so gerne glauben. Bitte beschütze die Seele meiner Tochter. Wir bitten dich, Gott, für alle Menschen, die nach dir suchen. Gib dich zu erkennen, zeige dich und behüte uns. Gott, lass uns in der Ruhe und Zurückgezogenheit dich finden und erkennen, wie wir leben sollen. Lieber Gott, hilf uns, die Wahrheit zu erkennen und Mut zu fassen. Danke für deine Güte und Zuwendung, die uns täglich begleitet.
Und gemeinsam beten wir mit den Worten deines Sohnes Jesus: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen.